weiter mit Katrin Nicole Groß. Ja, hallo, ich grüße euch alle recht herzlich und freue mich, dass ich heute hier sein kann. Bin auch das erste Mal vor einer Kamera und danke an Sabine und Schied und an alle Frauen, die auch hier sind im Moment. Wir haben gemeinsam eine total schöne Zeit miteinander. Also ich freue mich total, ja. Ja, also ich spüre einfach seit einer längeren Zeit schon, dass in mein Leben mehr Frauen getreten sind, die mich auf Sachen aufmerksam gemacht haben, einfach auch tiefer zu schauen und miteinander zu sein. Also das ist für mich eine große Herausforderung, einfach weil für mich Frauen in meiner Geschichte eher gezeigt haben, Schmerz zu erleben, also kein Vertrauen zu haben. Letztendlich bin ich jetzt froh, wieder mit Frauen sein zu können und zu erleben, dass es ganz toll ist, mit Frauen zu sein und die Erfahrung zu machen, dass es halt pure Kraft ist, sich auch darin zu begegnen und ganz authentisch zu sein. Also ich mache in Leipzig den Frauenkreis. Wir treffen uns einmal im Monat in der Mutfabrik und die hat zum Motto: sei so, wie du bist, also sei ehrlich, so, wie du bist. Oder habe den Mut, so zu sein, wie du bist. So. Und das inspiriert mich total. Also überhaupt auch den Mut zu haben, das auszudrücken. Und es geht dabei um die Qualitäten, die wir als Mensch haben. Also nicht nur als Frau, sondern als Mensch. Da die halt in die Welt zu geben. Und ich erlebe das einfach, dass es darauf ankommt, damit achtsam zu sein und authentisch, auch ganz spontan. Da erlebe ich genauso Zerstörung, die aber im Grunde zerstört, was falsch ist. Also die Zerstörung zerstört das, was falsch ist. Und übrig bleibt das, was ist. Ja. Freude. Wo bleibt das, was ist? Ja. Ist halt doch geil. Ja. Nichts. Ja, wichtig ist mir, so merke ich, ist doch zu sagen, dass es, ich mich auch nicht dafür verantwortlich fühlen kann, was gar nicht geht, wie jetzt der Mann mir gegenüber sich verhält. Also dass das im Grunde ja jeder selber verantwortlich ist, die seine Qualitäten zu leben, und die erlebe ich, wenn dann unterstützend in meinem Freund, wenn er mir beispielsweise spiegelt, wenn ich jetzt meine Sachen zum Umzug gepackt habe und der Umzugswagen steht draußen und ich stehe da: Mensch, was können wir jetzt als erstes nehmen? Dann nimmt er: wir nehmen das, das und das und das und dann tun wir das in den Wagen. Also so einfach die Unterstützung erlebe ich eher, dass jeder die männliche und weiblichen Qualitäten in sich hat und unterstützend im anderen auch gespiegelt bekommt und das integrieren kann, auch dadurch eher. Nicht, dass ich irgendwie so zu sein habe, dass der andere so sein kann. Das ist
nicht so meine Wahrnehmung. Ja. Okay, ja. Also es ist im Moment. Muss einfach, im Moment ist einfach sein. Keine Worte mehr. Dann sei. Dankbarkeit. Den Mut einfach zu sein, ne? Ja, das hast du. Dankeschön. Dankeschön. Früher dachte ich, das ist Angst, aber es ist Lebendigkeit in den Zellen. Dein Geschenk, den Mut einfach da zu sein und keine Angst zu haben, weiter da zu sein und da zu sein. Und das zu teilen mit anderen. Genau. Was gerade geschieht. Ja. Wir haben noch eine Minute. So schön. Das ist die zarte, kraftvolle Energie, die jetzt spürbar ist. Toll, ja.